gepostet werden, dieser Nonsens. Der ganze Influencia-Scheiße. Nee, ich wäre wirklich dafür, das Internet wirklich rigoros aufzuräumen. Wirklich den ganzen Spam zu löschen. Okay, dann wäre Facebook leer, aber nicht mein Problem. Eine Plattform, die nur darauf basiert, den Leuten Platz zum Spam zu geben, hat meiner Meinung nach absolut keine Daseinsberechtigung. Ist so. Weil es ist einfach nix. Es ist bloßes Geblubber. Und blubbern können wir auch in privaten Chats, auf der Straße mit Freunden, in Cafés. Das muss doch nicht für die Ewigkeit gespeichert werden. Ich meine, jetzt überlegt mal, die menschliche Evolution legt jetzt wirklich noch mal ein paar Tacken zu. In 5 Generationen sind unsere Ur-Ur-Urenkel wesentlich klüger als wir. Und die sehen dann, was wir so da geschrieben haben. Die denken sich doch auch, wir waren nicht schlauer als ein Steinzeitmensch. Ist doch so. Das sind Sachen, die braucht kein, die braucht die Menschheit nicht. Das Internet soll Wissen speichern. Und nicht mein Frühstück. Ist zumindest meine Definition vom Internet. Vielleicht habe ich ja auch eine etwas altmodische Art, das Internet zu sehen. Oder ich bin einfach als Hightech-Nerd so veranlagt. Ja, komm, das können wir auch schon mal wegschieben. Dass ich das Gute im Internet sehen will und den Rest halt ausblende. Okay, ja, das Internet ist halt auch eine Porno-Plattform. Muss man auch so sehen. Das war so der erste große Markt im Internet. Ich habe ein paar zu viele davon, aber egal. So, ich hoffe, das ist jetzt richtig. Nein, irgendwas fehlt noch. Redstone. Konzentrieren wir uns mal auf Minecraft. Sonst kriege ich nur schlechte Laune. Immer noch nicht. Wie wandert nochmal? Hier? Spender war was anderes. Nee, wir brauchen den Werfer. Ah, kein Clean, sondern Kabel. Da. Also das Rezeptbuch ist wirklich Gold wert. Werfer. Hä? Ach so, das macht er nicht. Hatten wir das nicht letztes Mal schon festgestellt? Egal, es ist heute brütend heiß. Ich darf Fehler machen. Heute müsst ihr mir wirklich jeglichen Blödsinn verzeihen. Weg. Eine hatten wir ja vorher schon. Eisen kann erstmal hier rein. Davon haben wir 4, davon haben wir 5. Das reicht. Holz, ja, ist ein bisschen knapp. Könnte aber reichen. Das. Die Wolle kann weg. Die neue Wolle. Da haben wir auch noch Holz. Machen wir den Stack hier nochmal voll und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich finde, das sieht auf jeden Fall cool aus. Wenn man dann hier so dazwischen steht, sieht hier so die hohen Häuser. So.
wa? Okay. Hellblau, Türkis, Dunkelblau, Lila. Das ist, denke ich, die farbfolgigste Anordnung, die wir hier machen könnten. Tür immer von innen. So. Dann das hier. Für mich ist das mit den Scheren übrigens immer noch das Feature dieser Version. Weil es ist einfach, obwohl es quasi, achso, nur eine Kleinigkeit ist, lässt sich damit so viel Tolles halt schon wieder machen. Allein schon dieses Gebäude hier. Manchmal muss es nichts Großes sein. Manchmal reicht eine Kleinigkeit, um Freude zu verbreiten. Ach ja, stimmt, wir haben keine. Dafür nehme ich jetzt aber dann doch das andere Holz. Und das letzte Update hatte wirklich viele Kleinigkeiten. Das fand ich ganz toll. Viel Kleines zur Entdeckung. So, hier drin waren wir. Ist auf die Verglasung soweit durch. Das ist schon mal prima. Dann setzen wir die Fackeln dran. Dann brauchen wir danach Halbkabel, um die Wege nochmal neu zu machen. Gestern bei der Hitze, ich hing wirklich komplett in den Seilen. Naja, wenn du nachts nicht schlafen kannst, ich habe auch so Augen... Meine Mutter meinte, wo ist denn die Augenringe her? Sag, ja, wenn man nachts nicht schlafen kann, ist man halt müde und kaputt. Hört halt nicht aus. Ich tue mich bei Hitze eh schon immer schwer. Und da ist es dann egal, ob es der heißeste oder der zweitheißeste Tag des Jahres ist. Na? Wenn wir schon mal unten waren. Hier ist schon eine drin, prima. Warum rutsche ich hier? Ach so. Kann jetzt. Wartet mal. Tatsache. Ist das neu oder war das schon immer so, dass man in die Hopper reinrutschen kann? Also bisher ist es mir auf jeden Fall nicht aufgefallen. Und ich meine, wir sind auch schon früher über Hopper-Strecken gelaufen. Wir könnten passende Teppich hier drüber legen für die Schafe.
die nicht sich irgendwie mal festbacken nachher. Wäre auf jeden Fall keine schlechte Idee. Also Wolle haben wir da unten auf jeden Fall schon drin. So. Heute kommt das neue Fire Emblem für die Switch raus. Ich warte begierig auf Post. Nur heute lässt sie auf sich warten. Ich schätze mal, 2-3 Stunden dauert es bestimmt noch. Ist gerade auch Urlaubszeit. Viele Zusteller sind nicht da. Ich meine, da kann man auch niemanden einen Vorwurf machen. An Amazon-Stelle würde ich jetzt im Sommer auch nicht extra neue Leute einstellen. Die Bestellungen gehen im Sommer natürlich ja auch zurück. Ist ja so. Leute sind im Urlaub. Wer soll bestellen? Außer so Idioten wie ich halt. So. Dann ist auch erstmal wieder Schluss für die Switch bis September. Außer ich entscheide mich dann noch für Astral Chain. Das ist auch wieder so ein Switch-Only-Titel. Action-Rollenspiele in einer apokalyptischen Atmosphäre. Es macht eigentlich einen recht guten, soliden Eindruck, aber ich bin mir noch unschlüssig. Ist nicht so normal mein Setting, so zerstörte Großstädte und sowas. Andererseits ist es auch für einen alten Hasen wie mich nie zu spät, mal was Neues zu probieren. Und das Gameplay scheint tiefgründig zu sein, zumindest was man so bisher gesehen hat. Ja. Naja, mal schauen. Hab ja noch bis Ende August Zeit. Oder Mitte August. Stimmt, da habe ich ja Geburtstag. Wer hätte das gedacht? Erstmal das Fire Emblem durchspielen. Momentan ist wieder so eine Phase, wo man es wirklich schafft, die Spiele durchzuspielen, bis ein neues kommt. Das ist mir persönlich eigentlich immer sehr wichtig, dass ich die Spiele auch wirklich durchkriege, bevor ich ein neues anfange. Zum Teil muss ich sagen, war das Anfang des Jahres etwas viel, das Nintendo released hat. Ich spiele ja normal wirklich nur auf der Switch. Minecraft und WoW sind da wirklich Ausnahmen. Also jetzt nicht nur auf der Switch, sondern generell auf Nintendo-Konsolen. Durchspielen definiere ich dann bei jedem Spiel anders. Wenn es mir richtig gut gefällt, wie Dragon Quest Builders, ist das wirklich ein 100% Spielstand. Oder Xenoblade Chronicles 2. Wenn das so ein mäßiger Titel ist wie Sword Art Online, dann ist durchspielen einfach, ich möchte die Story zu Ende spielen und vielleicht noch so die Nebenstories, die interessanten machen. Aber jetzt 100% brauche ich da nicht wirklich. Und dann gibt es natürlich auch noch die Fehlkäufe. Die dann so bei 30%, wo ich mir denke, nee, kein Bock mehr.